Willkommen. Jetzt auch mal ohne Stream. Es fühlt sich absolut komisch an, weil ich sonst immer noch einen Chat daneben habe und jetzt rede ich absolut nur mit mir alleine. Aber naja. Ich spiele heute Slime Ranger. Keine Ahnung, ob das noch irgendjemand kennt. Ich finde es ein ultra süßes Spiel. Ich habe es mal angefangen, wie man hier sieht. Ein bisschen. Aber irgendwann habe ich auch aufgehört und jetzt will ich mich wieder hier ransetzen. Würde ich sagen, neues Spiel. Nennen wir es, Gugu. Gaga. I don't know. So, Abenteuer passt soweit. Ich nehme den Slime hier und, ja. Ist ja egal, welchen Slime ich nehme. Ich finde ihn nur süß. Aber ich kenne alle Namen nicht mehr. Lass dir niemals ein Huhn entgehen, okay. Ah, oh, die Musik ist ja, oh, jetzt die Musik weg. Die war gerade schön. 1000 Lichtjahre von der Erde entfernt, auf einem Planeten bekannt als ferne, ferne Weite, beginnt Beatrix ihren ersten Tag als Slime Ranger. Und das bin ich, ja. Ah ja, genau. Hier konntest du Sachen verkaufen, so konntest du Sachen ein... Aha. Pinke Slimes essen alles, ja. Die essen alles. Ich will auch die... Oh. Seht auch die billigsten Slimes, beziehungsweise die Slimes, die du am meisten hast und die eigentlich am nervigsten sind, aber für den Anfang sind sie gut. So. Was ist meine Aufgabe? Springen und shiften. Ja, das habe ich doch schon längst. Na, egal. Ah, jetzt. Rechte Maustaste für saugen. Ja. Habe ich. Na gut. Okay. Dein Backpack kann Dinge einsaugen und im Tank aufbewahren. Ja, habe ich. Slimes habe ich auch schon aufgesaugt und hier rein. Ich bin einfach schneller als das Tutorial. So. Gemacht, ja. Jetzt? Ah, sehr gut. Und jetzt, das finde ich niedlich. Ja. Genau, und diese Slimes hier in dem Spiel geht es eigentlich grundlegend darum, sammle diese Ports da, indem du sie fütterst und verkaufe sie. Und dann mach noch mehr Geld und dann kannst du erweitern. Also ein kleines Aufbauspiel, aber mit Erkundungs... Wie nennt sich das? Dingsbums halt. Kannst auf der Welt rumlaufen. So, zack. Und genau, je mehr ich verkaufe, desto kleiner wird der Preis. Das heißt, ich darf davon nicht zu viele verkaufen, sondern immer abwechseln. So. So viel habe ich noch im Kopf. Der Rest wird mir jetzt wohl das Tutorial erzählen. So, warte. Oh, du hast die Grundlagen gelernt. Du hast... jetzt ist es Zeit, da rauszugehen und zu erkunden. Denk daran, der beste Weg, ein einfacher Slime... Dankeschön. Dankeschön, dass ich es vorlesen durfte. Na, egal. Ich habe eine Nachricht, die kann ich, glaube ich, hier. Ah, ja. Willkommen auf weiter, weiter Ferne. Okay, das ist die Firma, für die ich hier bin. Die 7C Corporation möchte sie auf der fernen, fernen Weite herzlich willkommen heißen. Willkommen. Und ihnen unsere Unterstützung in ihrer mutigen neuen Unternehmungen, in ihrer mutigen neuen Unternehmungen als Slime Ranger zu sichern. Unterstützung zugesichert. Wir möchten ihnen auch anraten, während ihrer ersten paar Tage auf der Weite Vorsicht walten zu lassen. Bis sie mit der Umgebung etwas vertrauter sind, sind Reisen bei Nacht nichts anzuraten. Werde ich trotzdem tun. Zu guter Letzt sollten sie zusätzliche Ausrüstung für ihr Backpack benötigen, so würden sich die 7C Corporation darüber freuen, ihnen diese im Shop direkt außerhalb ihrer Range zur Verfügung zu stellen. Die 7C Corporation stellt das Werkzeug zur Verfügung, das sie brauchen, um ihren Job zu erledigen. Für uns, für eine kleine Gebühr. Ah, also ich mache deren Job. Und muss auch noch Geld dafür bezahlen für die Arbeits... Ja, klasse. Zack. Ach, nee. Dafür brauche ich... Ah, ich habe die jetzt eingesammelt, aber...
Dafür brauche ich das hier. Hier, da, das. Habe ich? Ja, ja, oh ja, ich habe das Geld. Let's go. Genau. Und dann gehe ich einfach mal los und guck mal, wo es lang geht. Ich kenne es hier noch halbwegs. Ich weiß ungefähr, wo es lang geht und dass man ganz überstürzt gesagt verschiedene Bereiche hat. Also hier. Und die kannst du sozusagen erkunden. Und dann kannst du weitergehen. Aber erst... Ui, ist das viel. Aber erst, wenn du eine bestimmte Aufgabe erledigt hast. Soweit weiß ich noch. Und ja, genau. Okay, nehme ich mit. Alles her damit. Alles meins. Ja, das ist das Prinzip des Spiels. Ich werde jetzt wahrscheinlich einfach umherlaufen, Welt erkunden und alles. Und ja, vor mich hinreden. Wie war euer Tag so? Sagen. Auch wenn jetzt mir keiner antworten kann, ist mir egal. Dann schreibt ihr irgendjemand in den Kommentar. Dann weiß ich, dass er überhaupt angefangen hat, dieses Video zu gucken. Wer weiß. Vielleicht guckt es auch niemand an. Dann rede ich mit mir selber und hab ein schönes Leben. Auch gut. Ich meine... Verbringe ich meine Zeit mit Zocken. Oder, oh. Und hat eine schöne Zeit. Well, damit. Guck ich mir immer an. Ich mach das Ganze spannend. Guck mir immer die Einträge erst an. Frisst Gemüse. Liebt Herzrübe. Kenne ich nicht, aber, ja. Ja, gut, das macht Sinn. Ja, okay. Ich glaube, tschüss. Dafür bin ich dann doch zu faul, das alles vorzulesen. Also, wer es jetzt durchlesen will, zurückspulen, pausieren und versuchen, die richtigen Frames zu erwischen. Viel Spaß. au. Ach, die können einem weh. Au. Hey. Erstens hat er mir gerade wehgetan. Zweitens. Ich habe genug Karotten. Und. Ah. Das ist hier so ein. Genau. Das kann ich aktivieren und dann... Ah ja, aktiviert sich die Map. Und diese Schlüssel brauche ich, um weiterzukommen. Okay. Wahrscheinlich bin ich... Ja, das ist schon längst gezeigt. Wahrscheinlich bin ich, was weiß ich... Für den ersten Tag viel zu gut, weiß ich viel zu viel und erzähle ich viel zu viel über dieses Spiel. Aber ich habe dieses Spiel schon mal gespielt. Das Problem war... Ich habe einfach gesagt, das Problem war dann, dass ich irgendwie an dem Ende war und... Willst du essen? Ja, wieder. Die kann man füttern, bis sie platzen. Das ist meine Aufgabe in diesem Spiel. Nein, ich habe es gespielt und dann irgendwann... So... ging es einfach nicht weiter. Oder ich habe den Weg... Ich war einfach zu dumm, weiter zu spielen oder den Weg zu finden. Ja, und dann habe ich aufgegeben. Oh, jetzt! Kurz weggucken. Denen geht's gut. Die schwimmen jetzt. Ah ja, genau. Das sind die Schlüssel. Für ein altes Schloss. Keine Ahnung, wo dieses Schloss ist mehr, aber... Braucht man angeblich. Und hier sind... Was mein armes Hühnchen zu essen. Das ist eigentlich nicht wertvoll, aber es ist wertvoll. Für mich ist es jetzt wertvoll. Das ist Agathe. Sagen wir einfach, ich bin nicht der größte Physik-Fan. Warum ich es gewählt habe in der Oberstufe, ich weiß es nicht. Bin ich komisch? Ja, das bin ich. Ist mir das egal? Ja. Nee, aber ich habe es eigentlich gewählt in der Hoffnung, dass es mir, dass ich es mag, aber ich mag es doch nicht. Und oh. Ach ja, stimmt. Die verbinden sich ja. Ah, verdammt. Jetzt habe ich keinen Miezi-Miez-Slime mehr. So, ich habe jetzt erstmal ein bisschen mehr die Plots hier geholt. Waren zwar nicht viele, aber. Ach. Oh, oh. Sorry.
Aber man kann ja, gegen Geld habe ich nie was. Ich meine, wer hat was gegen... Wobei... Ja, das heißt, wer hat was gegen Geld? Also ich denke mal, dass Geld nicht nur gut ist, aber... Oh, ist offline. Aber trotzdem... Ich glaube, niemand hat was gegen Geld. Also in dem Sinne, dass Geld besitzen. Weil, ey! Weil... Man kann sich in der Mittagspause einen Döner kaufen, anstatt nach Hause zu gehen. Das ist viel besser. Das ist viel, viel, viel besser als... Jedenfalls als Mittagessen. Als Mittagessen zu Hause vielleicht nicht, aber als in der Mensa zu essen oder sowas. Aber dafür braucht man Geld. So ist es eben. So ist er. Okay, ich weiß nicht, was das ist, aber... Ja. Hey! Der bricht ja immer aus. Ah! Oh, oh. Leute, könnt ihr noch ein bisschen was fressen? Oh ja, 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 hier. Bitte, ich messe euch. Messt euch doch gerne. Au! Komm her, so. Oh. Phosphor-Slime. Oh, die nehme ich nicht mit. Brauche ich. Den gleich auch. Danke. Ich wollte Karotten holen, aber. Well. Dann hole ich mir halt Phosphor-Slime. Sehr schön. Welcher Phosphor? Ich glaube, das trägt sich. Weiß nicht. Ob die das verträgt. Ach komm, wir mixen hier. Komm. Wir machen hier eine richtige Party drin. Noch ist hier. Schafft ihr es da raus? Wehe euch. Wehe. Wehe euch, ihr geht da raus. Na dann. Na gut, ich denke, das war's für heute. Es ist Schlafenszeit. 22:53. Ja. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Wer bis hierhin gesehen hat, freut mich. Hoffentlich hat es euch irgendwie ein bisschen gefallen. War ein bisschen entspannt zum Ansehen. Ich bin noch ungeübt. Ich versuche mich ein bisschen zu entspannen bei der Aufnahme nächstes Mal. Ciao!